Moin, heute wieder was Neues aus Kübelgärtners Kochstudio. Was wir Leckeres kochen, erfährst du in diesem Video. Dranbleiben, es lohnt sich. Und moin moin, willkommen zurück. Ja, heute kochen wir eine leckere Suppe. Und zwar entstammt diese Suppe aus meiner ehemaligen Heimat. Komme ja ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, genauer gesagt aus der Altmark, die sich im nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt befindet. Wir wollen heute eine leckere Hochzeitssuppe kochen. Hochzeitssuppe hat den Namen, weil die ursprünglich zu Hochzeiten serviert wurde. Allerdings kann man diese auch zu sämtlichen Anlässen, wie Geburtstage, sonstige Feiern servieren oder aber auch mal so für zwischendurch. Wir kochen diese Suppe in drei Teilen. Als erstes benötigen wir erstmal eine Brühe. Ich muss leider auf ein Rezept gucken, das sitzt leider nicht. Wir benötigen für die Brühe 1,5 Liter Wasser, ein halbes Suppenhuhn, 150 Gramm Möhren, 150 Gramm Sellerie, eine halbe Stange Lauch, ein halbes Bund Petersilie, 400 Gramm Spargel. Wenn man diese kocht und zufällig in der Altmark unterwegs ist, empfehle ich den Altmark Spargel und einen Teelöffel Salz. Wir haben schon mal einiges vorbereitet. Ich habe leider keinen Suppenhuhn, daher bediene ich mich an Hähnchenbrust. Macht nichts. Im späteren Verlauf kommt dies wieder raus. Kann man weiterverwenden für ein anderes Gericht. Petersilie haben wir schon klein gehackt. Möhren und Sellerie in kleinen Scheiben bzw. kleinen Würfeln geschnitten. Hier haben wir unser Lauch. Haben wir klein geschnitten, haben wir in ein Ei gegeben. Der Lauch kommt ebenfalls im späteren Verlauf wieder raus, daher dieses Ei. Den Spargel geschält und in ca. 3 cm großen Stücken geschnitten, wird separat gekocht. Ja, fangen wir einfach mal an und ich zeige euch, wie es geht. Den Topf mit Wasser haben wir schon aufgesetzt. Geben wir unser Salz dazu, dürfte ca. 1 Teelöffel sein. Und lassen das Ganze mal aufkochen. Wer schneller möchte, kann seinen Suppenhuhn schon dazugeben. Das Ganze lassen wir jetzt für ca. 25 Minuten kochen. Nachdem euer Suppenhuhn oder in dem Fall Hähnchenbrust 25 Minuten gekocht hat, geben wir unser Gemüse dazu. Wie gesagt, die Möhren in Scheiben und den Sellerie in kleinen Würfel hinzu. Ebenso den Lauch hinzu, in dem Falle in ein Tee-Ei, weil das hinterher wieder entfernt wird. Das Ganze lassen wir jetzt für 15 bis 20 Minuten kochen. In der Zwischenzeit kann euer Spargel schon aufgesetzt werden und gar kochen. In einigen Teilen Sachsen-Anhalt wird die Hochzeitssuppe auch mit kleinen Suppennudeln angeboten. Aus der Region, wo ich herkomme, ist die Region Stendal. Wird dies so nicht praktiziert, sondern nur die Suppe, so wie ich die heute vorstelle. Muss jeder selber für sich entscheiden, wie es ihm angenehmer ist. Der Spargel ist jetzt gar. Machen wir mal die Herdplatte aus. Den stellen wir beiseite. Vorher wird er dann noch abgekippt und kann erstmal erkalten.
Die Brühe ebenfalls erkalten lassen, also erstmal beiseite und erkalten lassen, weil noch ein anderer Schritt notwendig ist für die Hochzeitssuppe. Im nächsten Schritt machen wir Hackfleischbällchen. Dazu setzen wir einen Topf mit Wasser auf. Im Idealfall nehmen wir schon gehacktes, was vorgewürzt ist, haben wir in diesem Fall nicht. Also etwas Salz und Pfeffer dazu. Die Hackbällchen in circa 1,5 cm Durchmesserform und ins Wasserbad geben zum Kochen. Während unsere gehacktes Klößchen gar ziehen, bereiten wir unseren Eierstich vor. Ist dann der letzte Schritt, bevor alle Komponenten wieder zusammengefügt werden. Für den Eierstich brauchen wir selbstverständlich Eier. Diese haben wir von Bauer Willi bekommen. Milch und Gewürze. Dazu zählen Muskatnuss, Salz und Pfeffer. Die Eier geben wir als Ganzes in einen Messbecher. Sollte nicht passieren, kommt aber durchaus mal vor. Nun geben wir 50 Milliliter Milch hinzu. Dürfte ein ordentlicher Schluck sein. Und würzen das Ganze einmal ordentlich durch. Nun spüren wir unsere Eier einmal ordentlich durch. Für ca. 3 Minuten, damit sich Eiweiß und Eigelb verbinden können. Nun geben wir unseren Eierstich in einen Zipperbeutel und anschließend in ein Wasserbad. Wenn man das Ganze etwas professioneller machen will, geht auch ein Wegglas und dann ab im Wasserbad. Aber ich denke, für den Hausgebrauch reicht normaler Zipperbeutel aus. Im Anschluss wird der Eierstich klein geschnitten und zur Suppe hinzugegeben. Nun ist es an der Zeit, unsere Zutaten alles zusammenzufügen. Und zwar fügen wir unsere Gehacktes in der kalten Suppe hinein. Die Suppe wird im Anschluss, nachdem ihr alles hinzugefügt habt, nochmal aufgekocht. Kommt noch der Spargel hinzu. Den Eierstich haben wir einmal in mundgerechte Stückchen geschnitten. Aber ich glaube, es ist Tatsache besser, den Eierstich in einen Wickler zu gehen, sieht auf jeden Fall dann besser aus als meine Variante. Den geben wir ebenfalls der Suppe hinzu und danach kochen wir die Suppe einmal nochmal auf und dann kann die serviert werden. Eine Zutat ist noch offen und zwar ist das unsere gehackte Petersilie. Hier kann man entscheiden, ob man diese auf dem Teller über die Suppe streut oder aber während des Aufkochens nochmal dazu gibt. Ich bevorzuge Tatsache, die Petersilie während des Aufkochens hinzuzugeben. Gibt dann nochmal etwas Geschmack ab. So, ihr Lieben, wir haben angerichtet, unsere Suppe ist fertig. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns unterstützen in Form von einem Abo oder einem Like. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, der Kübel gerne.